Hallihallo, Hallöchen, hier ist euer Blasiatracken zu einer weiteren Folge von The Room. Jo, das ist Port Nummer, oh Gott, wisst ihr gar nicht, 7 oder 8 müsste es jetzt sein, denke ich mal. Wenn mich jetzt nicht täusche, sonst seht ihr das ja. Die Folgen kommen eben, wie gesagt, der Reihe nach. Ich habe jetzt mal vergessen, die Portnummer hinzuschreiben bei den LP. Aber es macht nichts. Und zwar ist das ein schönes Schieberätsel. Nicht schlecht gemacht. Ich finde sowas immer cool. Man muss nämlich aufpassen, dass man nämlich auch richtig rumkommt. Und ich bin immer jemand, der eben gerne rumprobiert, ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier Ewigkeiten irgendwo mich festhalte. Sondern ich probiere einfach rum. Irgendwann klappt es dann mal. Oh, warte mal. Hier war das? Kann man die Scheibe irgendwie drehen? Kann man die Scheibe drehen? Weil ich muss mich ja nun dieses Ding in diese Position bringen, wie es eigentlich nun sein soll, ne? Also. Und ich muss die Scheibe dazu drehen. Gibt es hier an der Wand irgendwo was zum Drehen? Hallo? Gibt's hier irgendwas zum Drehen? Ich meine, es ist ja nicht ohne Spaß, ne? Ja, ist ja klar, ne? Aber kann ich aber nicht drehen, oder? Was sagst du noch? Kann ich es so bewegen, wenn ich wüsste wie? Taube Nuss, hätte ich bald gesagt. Ich klicke gerade wie so ein Wilder rum, hört es bestimmt an der Maus. Kann ich es so drehen? Ich will Tipps haben, 3 von 3. Dafür müsste ich das Muster erstmal drehen können. Nee, ich dachte schon, ich kann es vielleicht so irgendwie drehen. Nee. Meistens gibt es hier draußen irgendwo einen Mechanismus. Ich muss es so drehen, dass das komische Zeichen rauskommt hier. Ah, hier.
Man sollte doch recht gucken, oder? Kennt ja Ewigkeiten, dreht schon wieder. Na gut. Jetzt brauchen wir erstmal anfangen. So. Ich muss wieder da hinkommen. Mit riesen Umwegen. Wie gesagt, ich probiere das immer nur. Also das ist, ich habe da keinen Mechanismus oder sowas. Ich probiere das immer nur. Ah, jetzt kann ich es drehen. Haben wir doch irgendwo ein Zeichen? Hier ist es doch. So, jetzt haben wir es. What? What? Wie jetzt? Boah, was war das? Spiel abgeschlossen. Ich würde sagen, Leute, wir sind, wie es scheint, am Ende. Du hast es geschafft. Unbeirrt, wie ich hoffe. Denn es folgen wahrlich noch schwere Aufgaben. Du hast den ersten Schritt eines weiten Weges getan. Ich mag dir die Wahrheit deiner Lage nicht verhehlen. Verhehlen. Ein Zurück gibt es nicht. Für keinen von uns. Du bist vorerst ebenso ein Gefangener wie ich. Schreit bestens Mutes voran, mein Freund. Vor dir liegen noch viele weitere Räume. Geht's weiter? Nö. Ich würde sagen, das war's gewesen von dem genialen Spiel The Room. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und wenn es, ich muss sagen, etwas kurz war, aber ich versuche mal, dass ich den Teil 2 und den Teil 3 auch noch mitmachen kann. Und das Ganze wird dann bestimmt abgestreamt vom iPad, und, also von meinem Tablet sozusagen, denn da habe ich nämlich Teil 2 und Teil 3 nämlich drauf. Da möchte ich aber noch was besorgen, dauert auch noch ein bisschen. Und bis dahin gibt es dann auf alle Fälle was anderes zu sehen. Vielleicht noch ein Tutorial von einem Programm, von einem guten Programm, vielleicht nochmal Minecraft, je nachdem. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne bei mir auf dem Hitbox-Kanal vorbeigucken. Gibt es jeden Tag einen Stream, außer Dienstags und Donnerstags, Livestream ab 20 Uhr. Und wenn da mal nichts läuft in dem Zeitraum, dann steht doch unten in der Kanalbeschreibung von Hitbox, warum, weshalb, weswegen. Also, es hat mir riesen Spaß gemacht mit euch zusammen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch noch erstmal was. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody.